Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Colin Ross. Im Förderhaus einer Zeche. Dies ist das Förderhaus. Hier liegt die Fördermaschine. Blinkend liegen zu beiden Seiten ihre Zwillingsbrüder, zwischen ihnen die gewaltige Seiltrommel. Vor ihr ist der Stand des Maschinisten. Soeben steht die Maschine. Da ertönt ein Glockenzeichen und der Führer rückt den Hebel. Pfeifend strömt der Dampf aus den Ventilen in die Zylinder. Wie mit gewaltigem Atemzuge setzt die Maschine an. Langsam beginnt die Seiltrommel sich zu drehen, das eine Seil auf, das andere abzuwickeln. An den Seilen hängen die Förderschalen, von denen die volle jetzt in die Höhe steigt, während gleichzeitig die leere sinkt. Rascher und rascher beginnt die Maschine zu laufen. Rasselnd fahren die Kolbenstangen hin und her, während die Seile sich in sausendem Schwunge um die Trommel schwingen. Der Maschinist hat die Augen auf den Teufenzeiger gerichtet. Dies ist eine hohe Latte mit Maßeinteilung, an der zwei Zeiger auf- und abgleiten, die den jeweiligen Stand der Förderschalen anzeigen. Immer rascher gleitet der eine Zeiger an der Stange hinab. 300 Meter, 400 Meter, 500 Meter. Der Führer beginnt den schwindelnden Fall zu mäßigen. 600 Meter, 650 Meter. Der Zeiger bleibt stehen. Die Grubensohle ist erreicht.